Fassen wir noch einmal zusammen, was wir über die Kopenhagener Interpretation gesagt haben. Also ein Hauptproblem ist die fehlende Quantenrealität und ein anderes Hauptproblem ist, dass es zwei Dynamiken beim quantenmechanischen Messprozess gibt. Wir haben also einmal die Schrödinger-Gleichung, die zeitabhängige Schrödinger-Gleichung, die beschreibt, wie sich zum Beispiel ein Elektron bewegt. Und dann in Wechselwirkung mit dem Messapparat entsteht auf einmal eine völlig andere Dynamik, die Messdynamik, bei der ein ganz bestimmter Zustand des Elektrons sich herauskristallisiert. Das Elektron wird an einer bestimmten Stelle gemessen, das Elektron wird mit einem bestimmten Impuls gemessen, es wird der Spin-up oder Spin-down gemessen und ähnliches. Diese beiden Dynamiken sind nicht miteinander verträglich. Und das macht die Kopenhagener Interpretation für mich problematisch. Gibt es Auswege? Tatsächlich gibt es einen Ausweg, der aber andere Probleme macht. Wir wollen aber heute mal versuchen, uns mit diesem Ausweg zu beschäftigen, nämlich mit der sogenannten Dekohärenz. Die Dekohärenz ist eigentlich noch nicht sehr lange bekannt, sondern wurde erst 1970 in einer Arbeit des deutschen Physikers Heinz-Dieter C., die hieß On the Interpretation of Measurement in Quantum Mechanics, zum ersten Mal dargelegt. Und das war damals eine Revolution, die eigentlich sich sehr im Stillen vollzogen hat, weil zunächst mal diese Arbeit nicht groß Anerkennung fand. Und die Dekohärenz wurde dann in den Jahren danach weiterentwickelt von anderen Physikern. Und heutzutage ist sie sogar experimentell nachgewiesen. Worum geht es? Also man kann sich natürlich vorstellen, dass ein Quantensystem, wie zum Beispiel ein Elektron, das isoliert ist, tatsächlich sich gemäß der Schrödinger-Gleichung entwickelt, der zeitabhängigen Schrödinger-Gleichung als Welle irgendwie ausbreitet. Allerdings bei einem Messprozess ist es natürlich so, dass man eine Wechselwirkung mit einem makroskopischen System hat. Und eine Wechselwirkung mit einem makroskopischen System führt zu einer Verschränkung des Messsystems, also des mikroskopischen Systems, zum Beispiel des Elektrons, mit diesem makroskopischen System in Form eines Messapparats. Und das heißt aber auch, dass eine Verschränkung mit der Umgebung noch stattfindet. Wir haben also Verschränkung von System und Messapparat und damit, weil der Messapparat in der Regel makroskopisch ist, auch eine Verschränkung mit der Umgebung. Und diese Verschränkung mit der Umgebung spielt tatsächlich eine fundamentale Rolle, die bis 1970 im Messprozess überhaupt nicht erwähnt worden war und auch überhaupt nicht beachtet worden war, also schlichtweg übersehen worden war. Jetzt ist es aber so, dass mikroskopische Systeme auch nur eine gewisse Zeit isoliert existieren können. Es gibt immer eine Wechselwirkung, zum Beispiel mit den Photonen der kosmischen Hintergrundstrahlung, mit Photonen der Wärmestrahlung, mit Licht, das in irgendeiner Form mit dem System wechselwirkt. Und damit kann der Messprozess eigentlich auch stattfinden, nicht unbedingt mit einem Messapparat, sondern zum Beispiel auch mit einzelnen Photonen. Diese sind wiederum dann mit der Umgebung verschränkt, also es gibt wieder Verschränkung, System. Photonen, also kleiner Messapparat sozusagen, ja, es kann ja ein mikroskopischer Messapparat sein, dann dauert das vielleicht ein bisschen länger, bis da eine Verschränkung stattfindet. Man spricht dann auch von längeren Dekohärenzzeiten, aber es findet diese Verschränkung statt und wir haben im Prinzip dann eine quantenmechanische Beschreibung der gesamten Umgebung. Und das Ganze ist jetzt etwas schwierig, weil wir haben dann zwar keine Superposition mehr, die wir lokal nachweisen können, also keine Superposition der Zustände, aber wir haben eine dislokalisierte Superposition, die wie eben von einem lokalen Beobachter nicht nachweisbar ist, die aber immer noch existiert. Das bedeutet, dass alle möglichen Messergebnisse, die auftreten können, in einer weiteren also in einer Superposition existieren, die in verschiedenen Zweigen der universellen Wellenfunktion weiter existieren. Sodass es also bedeutet, dass die Dekohärenz
nicht erklären kann, warum man ein einzelnes Messergebnis beobachtet, weil nämlich alle Messergebnisse existieren müssen. Also wir können zum Beispiel, wenn wir jetzt ein verschränktes Elektronenpaar haben, ja, eine Messung machen bei einem Elektron, dann haben wir da zum Beispiel Spin-up, beim zweiten dann automatisch Spin-down, wenn das ein spin-verschränktes Elektronenpaar ist. Es gibt aber dann noch den zweiten Zustand, bei dem das erste Elektron in Spin-down ist und das zweite in Spin-up. Und beide Zustände existieren nach wie vor dann in einer dislokalisierten Superposition. Ist ein bisschen schwer, ne? Ja, ist ein bisschen schwierig zu verstehen, aber es ist tatsächlich so, dass dann zwei Welten existieren. In der einen ist das erste Elektron mit einem Spin-up versehen und das zweite mit einem Spin-down und im zweiten Universum umgekehrt. Dekohärenz benötigt also viele Welten. Dekohärenz kann kein einzelnes Messergebnis erklären. Aber Dekohärenz kann erklären, warum man als lokaler Beobachter auch dann nicht mehr eine Interferenz von Zuständen beobachten kann, ja, die Superposition lokal eben auch nicht mehr beobachten kann. Und Dekohärenz führt auch dazu, dass gewisse Aspekte in der mikroskopischen Welt tatsächlich nicht real sind. Ein Beispiel sind Quantensprünge. Quantensprünge, wenn wir uns das vorstellen, in Atomen, da haben wir also ein Elektron in einem bestimmten Energiezustand und dann springt dieses Elektron in Anführungsstrichen einfach einen Energiezustand höher, wenn entsprechend Photonen da sind, die ihm genügend Energie geben, damit es diesen Quantensprung vollführen kann. Ebenso könnte es wieder zurückspringen und diese Energie in Form eines Photons wieder abgeben. Es ist aber tatsächlich so, dass sich Elektronen auch im Mikroskopischen gemäß der Schrödinger-Gleichung bewegen, und zwar kontinuierlich. Das heißt, das sind stetige, kontinuierliche eben Bewegungen der Elektronen, ja, in Form von irgendwelchen Wellen, auf jeden Fall kontinuierliche Prozesse. Und wenn wir dann etwas beobachten, dann kann tatsächlich das durch die Dekohärenz, also durch die Wechselwirkung mit Messapparat und einer makroskopischen Umgebung dann, weil wir müssen ja irgendwas beobachten, das ist dann also ein makroskopischer Messapparat und damit haben wir die Umgebung natürlich auch mit drin. Das kann dann wie ein Quantensprung wirken. In Wirklichkeit sind das wahnsinnig kurze Dekohärenzzeiten, die so aussehen, als wäre das ein spontaner Sprung. In Wirklichkeit ist das ein kontinuierlicher Übergang. Und jetzt für Experten, also man sagt ja immer, mikroskopische Systeme bestehen in Eigenzuständen des Hamilton-Operators. Ja, also das könnte man dann als so eine Bohrsche Bahn interpretieren, ja, in der klassischen Physik. Allerdings kann ein quantenmechanisches System, ein mikroskopisches System in allen möglichen Zuständen, die die Schrödinger-Gleichung erlaubt, vorkommen. Und dass es nur diskrete Energieeigenzustände zum Beispiel gibt beim Atom, das sind bereits Folgen von Dekohärenzprozessen. Ja, da hat Dekohärenz bereits stattgefunden und dann sieht das wirklich so aus, als gäbe es nur diese einzelnen Energiezustände, die man dann auch tatsächlich misst. Und jedes quantenmechanische System wechselwirkt mit der Umgebung. Das kann dann als lokaler Messapparat verwendet werden, ja, ein Teil der Umgebung. Und die gesamte Umgebung verschränkt sich dann auch wieder damit, sodass wir also so immer so eine Dreierverschränkung haben. Und wir haben dann im Prinzip eine quantenmechanische Beschreibung des Ganzen und des Makroskopischen. Und was mir an der Kopenhagener Interpretation nie gefallen hat, war, dass man unterscheidet zwischen mikroskopischer und makroskopischer Welt. Die mikroskopische Welt wird eben durch die Quantentheorie beschrieben und die makroskopische Welt klassisch. Aber dass die makroskopische Welt klassisch wird, liegt eben an diesen Dekohärenzprozessen. Dekohärenz, experimentell inzwischen nachgewiesen. Und es verschwinden die Interferenztherme, also Kohärenz heißt ja Interferenzfähigkeit in der Physik und Dekohärenz bedeutet eben, dass die Interferenz verschwinden, die Interferenzen verschwinden. Und wir haben dann einen klassischen Zustand in Form eines Zeigers auf dem Messinstrument. Dieser Zeiger verändert sich mit der Zeit nicht mehr. Das heißt, das Messergebnis wird angezeigt und bleibt auch so und wird auch von anderen Beobachtern bestätigt. Ebenso ist die Superposition
von Zeigern nicht möglich. Also die Superposition, makroskopische Superposition von Zeigern ist nicht möglich, sondern es gibt ein bestimmtes Messergebnis. Das liegt eben daran, dass die Superposition dislokalisiert ist und eben von einem lokalen Beobachter nicht festgestellt wird. Der Beobachter aber spielt offensichtlich nicht die Rolle, die ihm die Kopenhagener Interpretation teilweise zumisst. Ja, der Beobachter entscheidet und so weiter und so fort. Nein, nein, der Beobachter entscheidet gar nichts, sondern der Beobachter ist eigentlich Teil der Umgebung und ist im Prinzip mit der Umgebung verschränkt. Und das bedeutet wiederum, dass durch diesen quantenmechanischen Messprozess samt Dekohärenz eigentlich ganz, ganz viele Beobachter entstehen, also im Prinzip ganz, ganz viele identische Beobachter entstehen, die jeweils ein anderes Messergebnis messen. Und diese existieren dann in vielen Welten. Und die Dekohärenztheorie ist eigentlich nach der Vielen-Welten-Theorie entstanden. Die Viele-Welten-Theorie von Everett ist 1957 erschienen, die Dekohärenztheorie ab 1970. Aber die Dekohärenztheorie macht dann in gewisser Weise die vielen Welten notwendig, wenn man nicht irgendwelche anderen extravaganten Kollapse da rein interpretieren möchte, was erkenntnistheoretisch natürlich schwierig ist. Zwar sind die vielen Welten erkenntnistheoretisch auch extravagant, aber sie fordern eben keine Zusatzannahmen mehr. So, also da haben wir jetzt etwas Wunderbares gefunden mit der Dekohärenz, das natürlich nicht befriedigend ist, weil man viele Welten braucht. Was aber in dem Sinne befriedigend ist, dass man keine zwei Dynamiken mehr braucht. Man kann also das gesamte Universum quantenmechanisch beschreiben. Der Beobachter spielt nur insofern eine Rolle, als er mit der Umgebung verschränkt ist. Es ist also ein rein physikalischer Prozess, ohne dass irgendein Bewusstsein da eine Rolle spielen muss. Und natürlich kann man erklären, warum Interferenzen verschwinden und makroskopische Zeiger ein festes Ergebnis anzeigen, nicht in einer Superposition sind und warum diese Zeiger sich zeitlich nicht verändern. Dekohärenz macht auch etwas schwierig, was in aller Munde ist, nämlich den Quantencomputer. Ein Quantencomputer basiert ja gerade darauf, dass Quantenzustände in einer Überlagerung sind, in einer Superposition sind und Interferenz, ja, Interferenz von Quantenzuständen und so weiter und so fort. Aber wenn man natürlich durch Dekohärenz und nur durch Wechselwirkung mit den Photonen, die da irgendwo unterwegs sind, ja, wenn die Interferenz zerstören und die Superposition dislokalisieren, dann ist es natürlich schwierig, einen Quantencomputer zu bauen, der dauerhaft funktioniert. Ich denke, da liegt ein Hund begraben. Und ich bin mal gespannt, inwiefern sich wirklich funktionstüchtige Quantencomputer in der Zukunft dann zeigen und wie, ob die wirklich funktionieren. So, also das so viel zum Thema Dekohärenz. Dekohärenz ist nicht so ganz einfach zu verstehen. Ich hoffe, ich habe es in einigermaßen einfachen Worten erklärt. Natürlich steckt eine ganze Menge mathematischer Formalismus dahinter, über den ich in diesem Video nicht sprechen möchte. Ich habe mir die entsprechenden Arbeiten angeschaut und habe versucht, das Ganze dann so zu erklären, dass es möglichst allgemein verständlich ist.